Trader. Mit uns hast du gute Karten. Hallo Community, wir sind's von Trader Online Video, der Micha. Und ich, der schönen Tag. Und auch zu Eldraine haben wir uns wieder Full Power Decks gebaut mit Zugriff auf alle Karten der Edition. Du spielst Weiß-Blau Eiskönigin und ich spiele Weiß-Grün Auren. Na, die Deckbau-Videos dazu gibt's auch auf YouTube. Falls ihr mal im Stream mitspielen wollt oder auch einfach in unserem Store spielen wollt, dann könnt ihr euch gerne über trader-online.de Tickets kaufen. Wir freuen uns über jeden Einzelnen, der vorbeikommt. Und dann würde ich sagen, fangen wir an. Würfeln wir? Wir würfeln. Wir schnucken nicht. Willst du heute eigentlich noch reden oder nicht? Die Eiskönigin schweigt. Wir hatten gestern eine Nachbarschaftsparty hier, deswegen muss er heute alles reden und ich die Eis. Also hoch, Eis. Ne? Natürlich. Okay. Ich möchte aber den Eiskönigen würfeln. Ja, okay, den okay. Dann, ja, nee, ich benutze aber den. 15. Eine 6. Ja, schade. Möchtest du anfangen? Sicher. Okay. Klar. Dann. Viel Erfolg. Ich bin mal sehr gespannt. Wir haben hier eine Farbe gemeinsam. Hast du schon auf die Tickets hingewiesen? Ja, ja, doch. Okay. Kriegst du schon gar nicht mit, ne? Also wir haben das ja nur on script gebaut und noch nicht gespielt. Deswegen bin ich mal gespannt, was jetzt geht. Grün-Weiß-Verzauberung gegen Weiß-Blau-Vereisen. Ja. Okay. Ich bin der aktive Spieler. Das heißt, ich sag zuerst, ob ich halte oder nicht, ne? Jo. Okay. Lass mal wieder reinkommen hier. So. Also ich halte auf jeden Fall schon mal. Und du? Ja, komm. Was soll's? Ich auch. Okay, okay. Dann kommt eine Insel und go. Ziehe. Eine Ebene. Und für eins. Kommt wieder die schlummernde Burgwache. Die kennst du doch aus den Einsteiger-Decks. 1-1 und immer wenn eine Verzauberung unter meiner Kontrolle ins Spiel kommt, wende ich halt Sicht 1 an und für 3 Mana erhält sie bis zu meines Zuges +1/+1 für jede Verzauberung, die ich kontrolliere. Mhm. Dann bist du dran. Mhm. Ist ein richtig guter One-Drop, wenn man mit Verzauberungen spielt. Dann kommt bei mir die zweite Insel. Und dann... Möchte schon mal so ein bisschen Gefühl geben, was denn so das Deck so macht. Und zwar möchte ich die gerne mal festfrieren. Festfrieren ist eine Hexerei, auch aus dem Einsteiger-Deck. Tappe eine Kreatur deiner Wahl, die einen Gegner kontrolliert und lege 3 Betäubungsmarken auf sie. Hält sich 2, falls eine bleibende Karte mit Betäubungsmarken tappt würde, entferne stattdessen eine davon. Du kannst einfach hier einen Würfel drauflegen. Wir brauchen ganz, ganz viele Würfel. Du kannst einfach die hier nehmen. Die kleinen sind dann mal die Betäubungsmarken. Kommen mehrere von. Hellsicht 2. Das heißt, darf man die obersten beiden Karten angucken? 3, ne? Ja, muss man genau. Okay. Eine drauf, eine drunter. Und die geht... Ach, das ist eigentlich auch alles okay. Warte mal kurz gucken. Und obwohl, sie obwohl. Wir sagen erstmal, nee, eine drauf, eine drunter. Das heißt drauf und drunter. So. Drauf und drunter, okay. Ja, und dann bist du. Ja, cool. Dann, ja, eins habe ich nicht, ne? Mhm, ist eine Marke runter, genau. Ziehe. Spiele einen Wald. Ja, und gebe auch schon wieder ab, ne? Okay, viel Spaß. Danke, danke. Oh, da kommt eine Ebene. Das wusste die Eiskönigin natürlich, dass es eine Ebene kommt. Ja, natürlich. Ja. Achso, ja, stimmt, mit Hellsicht, ja. Mhm. Okay. Und dann, und dann, und dann, und dann, und dann, und dann. Bin ich aber so weit, ich bin ja der Blauspieler, hilft das, bringt das was? Ne, ich kann schon mal ein bisschen was machen, glaube ich. Ja komm, egal. Ist ja auch nicht verkehrt. Für 2 Mana spreche ich mal nicht das Abenteuer, sondern die Kreatur, den Schlossknacker-Schelm, ne? Ist ein 1-3 fliegend Wachsamkeitsfee und hätte sonst Feenbefreiung blau 1 Spontanzauber. Du millst 4 Karten, nimm dann von den gemillten Karten eine Spontanzauber-X3-Karte oder Feenwesen-Karte auf deine Hand. Jo. Ne? Aber bring den ganz normal als 1-3 Flieger Wachsamkeit rein. Und dann machst du mal. Der hält ja auch schon gut was auf. Genau. So, weg mit der Betäubungsmarke und Karte ziehen.
Dann spiele ich einen zweiten Wald. Und für 3 Mana den Rotzahn-Ahnenforscher 2-3. Und wenn er ins Spiel kommt, erzeuge eine königlichen Rolle Spielstein angelegt an eine andere Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst. Ja, dann steht hier nochmal, falls du bereits eine andere daran angelegte Rolle kontrollierst, lege die alte Rolle auf den Friedhof. Die verzauberte Kreatur erhält jetzt halt durch die königlichen Rolle +1/+1 und Abwehr 1. Heißt, wenn du sie als Ziel nimmst oder mit einer Fähigkeit als Ziel nimmst, musst du ein Mana mehr bezahlen. Mhm. Sonst fesselt der Zauberspruch. Mhm. Und muss ja eine andere Kreatur sein, darum die Burgwache. Und weil eine Verzauberung unter meiner Kontrolle ins Spiel gekommen ist, darf ich dann Hellsicht 1 machen. Mhm. Oh mein Gott! Geht noch um. So. Ja, dann bist du dran. Mehr kann ich ja nicht machen. Okay. Ziehen wir mal. Der ist 2-3, der ist gleich enttappt. Ja, dann. Für 2 Mana 1-3 mit fliegender Wasserkeit stört schon. Ich bring mal für 4 Mana. Hilder! Charé, nee, der betäubenden Tiefen, ist ein 2-3 Mehrfachzauberer. Wenn sie ins Spiel kommt, tappe eine Kreatur deiner Wahl, die ein Gegner kontrolliert, lege Betäubungsmarke auf sie. Immer wenn du eine oder mehrere ungetappte Kreaturen, die deine Gegner kontrollierst, tappst, ziehe eine Karte. Die Fähigkeit wird auch pro Zug ausgelöst. Habe ich gerade gemacht? Ja. Das ziehe eine Karte. Krass. Mhm. Ich glaube, Hilda kostet 1 mehr, oder? Ich weiß es nicht. Und der hat ja Wachsamkeit, dann kommt er mal vorbeigeflogen. Jo, krieg ich eins. Erster Schaden. Toll. Für die Erzkönigin. Super. Bin ich dran oder machst du noch was? Du bist dran. Okay. Das wird ja richtig fies mit deinem Deck. Blau halt, ne? Tappst du ja einfach alles weg. Mhm. Spiel eine Ebene. Dann spiele ich mal für 4 Mana den Archon der wilden Rose. 4-4 fliegend und andere Kreaturen, die du kontrollierst und die von Auren, die du kontrollierst, verzaubert sind, haben Basisstärke und Widerstandskraft 4-4 und Flugfähigkeit. Heißt also, die schlummernde Burgwache ist jetzt eine 4-4 fliegende Kreatur, natürlich mit der Rolle noch, also eine 5-5er. Eieieiei. Mit Flugfähigkeit und Abwehr 1. Okay. Ja. Na krass. Und danke für das Abo an Infinity Enrico. Danke. Mhm. So, ja, das war's aber auch dann schon wieder mit meinem Zug, weil ich kann ja nicht angreifen, weil meine Kreaturen durch deine Betäubungsmarken noch getroffen sind. Ja, aber es ist natürlich schon mega krass stark, ne? Okay, zieh ich mal. So, ja gut. Dann. So, und der hat jetzt Abwehr 1 oder was? Der hat Abwehr 1, genau. Mhm. So, das heißt, immer wenn er so. Er bezahlt 1, okay, alles klar, so muss ich 1 mehr bezahlen. Ja, immer wenn diese Kreatur das Ziel eines Zauberspruchs oder einer Fähigkeit wird, den bzw. die einen Gegner kontrolliert, neutralisiere ihn bzw. sie, es sei denn jener Spieler, bezahlt 1. Ja, gut, ich glaube, mein Deck braucht ein bisschen mehr Zeit, das heißt, dann geben wir dem Deck mal mehr Zeit. Indem du noch mehr Kreaturen. Ich zahle mal 3 Mana. Und spreche der Kälte erliegen, ist ein Spontanzauber. Tappe bis zu 2 Kreaturen deiner Wahl, die einen Gegner kontrolliert, lege auf jede davon eine Betäubungsmarke. Das ist die und die. Und für die zahle ich 1 Mana mehr, weil die ja Abwehr hat. Wird ja gezielt. Achso, ja. Ne? So, ja, Betäubungsmarken. Ne? So, ich habe eine Kreatur getappt. Immer wenn du ein oder mehrere ungetappte Kreaturen, der war ja ungetappt, ja. Dann der Gegner kontrolliert, tappst, ziehe eine Karte. Ne? Mhm. Gut. Das Ebene. Ja, und dann kann ich dich angreifen, ne? Theoretisch schon, ja. Ja, das mache ich glaube ich auch einfach. Die können sich gegenseitig blocken, aber du hast ja auch Removal drin, dann komme ich mal vorbei, komm hier, zack. Für
1, 2, 3. 3. 1, 2, 3. Jo. Okay. Bin ich dran? Jo. Und dann tapp ich. Zieh eine Karte. Spiel eine Ebene. Gucken, wie es sich spielt. Bin sehr gespannt, wirklich. Dann spiele ich mal für 2. Die Begegnung mit der Wildnis. Das ist eine Hexerei. Schau dir, du hast 5 Karten deine Bibliothek an. Du kannst davon eine Kreaturenkarte ins Exil schicken. Lege den Rest in zufälliger Reihenfolge unter deine Bibliothek. Du kannst die ins Exil geschickte Karte in diesem Zug wirken. Zu Beginn der nächsten Kampfphase in diesem Zug fügt eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, bis zu einer Kreatur deiner Wahl, die du nicht kontrollierst, Schadenspunkte in höherer Stärke zu. Stark. Mhm. So. Super stark. Super Karte. 1, 2, 3. 4, 5. Davon darf ich jetzt eine ins Exil schicken und dann spielen. Dann schicke ich mal, ja, lese ich gleich vor, weil ich sie einfach direkt ausspiele. So, zack. Für 2 spiele ich sie dann direkt aus, nämlich die Zauberbuchhändlerin. 2-2 mit Wachsamkeit, das ist eine sehr, sehr tolle Karte. Zu Beginn des Kampfes in deinem Zug kannst du 1 Mana bezahlen. Wenn du dies tust, erzeug einen Magier-Rolle-Spielstein, angelegt an eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst. Und die, ne, dann automatisch hier Plus wird, weil die verzaubert ist. Eine 4-4-Kreatur wird mit Flugfähigkeit. Ja, genau. Falls du bereits eine andere... Ja, okay. Die Rolle sagt, die verzauberte Kreatur hat +1/+1 und hat immer, wenn diese Kreatur angreift, wenn er Hellsicht, 1 an. Über die Magier-Rolle haben wir auch ein sehr cooles YouTube-Short gemacht. Könnt ihr euch gerne mal angucken. So, ja, dann gehe ich in meine Kampfphase. Und zu Beginn deiner nächsten Kampfphase, ne, fügt eine Kreatur meiner Wahl, die ich kontrolliere, einer Kreatur meiner Wahl, die ein Gegner kontrolliert, Schadenspunkte in höherer Stärke zu. Ich kann aber eigentlich noch entscheiden, was ja zuerst passiert. Ne? Das ist ja beides zu Beginn des Kampfes. Darum bezahle ich erstmal 1 und lege noch eine. Na, ist eigentlich egal. Aber die Magierrolle an. In Ahnenforscher. Mhm. So. Und dann sage ich, dass meine Burgwache, die ja 5-5 ist, ne, ja, dein 2-3er. Merfolk-Typen da. 5 Schaden schießt. Ja, ja. Da, also die Karte ist, wenn man genug hat, sehr mächtig, ne? So, mein Rotzahn-Ahnforscher ist jetzt auch eine 5-5-Kreatur mit Flugfähigkeit. Und greift. Ach, übrigens ist eine Verzauberung unter meiner Kontrolle ins Spiel gekommen. Deswegen darf ich hier noch Hellsicht 1 machen. Mhm. Mach ich mal ganz schnell, ne? Mach ich noch unten. Darf ich ja nicht vergessen. So, und dann greife ich an. Ja. Und immer wenn diese Kreatur angreift, darf ich nochmal Hellsicht 1 machen. Also mach ich Hellsicht 1. Ich block nicht und krieg 5. Aua! Ich habe schon gedacht, dass das Deck dann zündet. Jetzt hast du den Motor am Stehen, ne? Ja, jetzt habe ich den Motor. Ja, es wird auch besser. Du bist dran. Okay. So. Halli, hallo. Hallöchen. Gucken, ob das klappt alles hier. So. Ja, weil natürlich kriege ich auch die ganze Zeit immer böse, böse Schaden, ne? Und ich habe mein Deck ja nicht gegen dein Deck gebaut, ne? Deswegen, ja, ich meine es auch nicht gegen deins. Moin, schön euch mal live zu sehen, schaue immer eure YouTube-Videos. Ja, das freut uns doch. Hallihallo. Wir spielen hier gerade die Wildnis von Eldraine Full Power Decks. Ja, und ich kriege gerade kräftig den Hintern versohlt. Und ich muss ein bisschen gucken, weil die sind natürlich alle sehr, sehr stark. Ja. Also. Und die sind. Ach, die sind noch 4-4, 5-5, 5-5 mit Abwehr 1 und 2-2. Ja, das macht mich einfach zu schnell. Und den kann ich ja sogar noch weiter pumpen. Ja, das ist einfach zu stark. Ich überlege gerade, weil ich kriege ja so massiv Schaden. Ne? Das hilft mir nicht wirklich. Das hilft mir auch nicht wirklich. Ich Moin, mach schon mal. Ich immer mach die Wiederholung auf YouTube. Ist mal mega, ist live zu sehen. Ja, das. Ja, ja, schön. Ja. Ja, es ist richtig krass. Du hast einen 1-3er. Was willst du tun? Ja, sterben.
Das geht ja unglaublich schnell. Ja, schön. Ja, genau. Ich kann so ein bisschen was dagegen, aber die sind natürlich unglaublich stark. Danke. Dass das so explodiert, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber ich habe es vermutet. Ja, wenn ich die richtigen Karten habe, dann läuft's. Ich mach mal für zwei Mana. Nee, dann rennt's sogar. Okay. So stark, dass ich dann gleich schon wieder platt bin, so nach dem Motto. Ne? Ich mach mal eine durchdringende Kälte auf. Was ist deine stärkste Kreatur? Irgendwie vom Porter von der, ne? Der und der. Ja, machen wir auf. Aber dann, hier musst du Mana mehr zahlen, theoretisch. Achso, das ist hier. Verzaubert eine Kreatur, wenn sie ins Spiel kommt, tappe die verzauberte Kreatur, ist ja schon die verzauberte Kreatur in Tapp, nicht während des Tapp-Segments ihres Bashers. Wenn sie aus dem Friedhof auf einen Friedhof gelegt wird, also die Verzauberung hier, kannst du einen Mana bezahlen, falls du dies tust, wenn er sich 1 annonziert an eine Karte. Genau. So, und dann kommt für 3 noch Hyldas Krone des Winters. Ist ein legendäres Artefakt für 1 und tappende Kreatur deiner Wahl. Die Fähigkeit kostet beim Zuges. Diese Fähigkeit kostet während deines Zuges beim Aktivieren 1 weniger. Und für 3 und Opfern ziehe für jede getappte Kreatur, die dann geht, dann eine Karte. Aber die machen natürlich trotzdem noch böse Schaden. Ne? So, da haben wir also noch Aggressoren. Ich kann jetzt irgendwas tappen bei dir, aber. Womit denn? Mit der. Kostet auch Mana, oder? Tappe eine Kreatur deiner Wahl. Diese Fähigkeit kostet du beim. Während des. Während dann, des. Zuges. Diese Fähigkeit kostet während deines Zuges beim Aktivieren 1 weniger. Das heißt, in meinem Zug kann ich einfach so tappen. Ja, ne? Ganz. So, ja. Genau. Und damit das mal lernst. Genau, hier tappt ihr noch weg. Da. So, einfach nur, damit. So geht das. So geht das. Super. Dann macht ihr 1 Punkt Schaden. Hättest du auch so machen können. Ich weiß, egal, aber ja, so. Das ist gut. Das erste Match gerade, ja. Genau, genau. Und ich muss auf jeden Fall hart sideboarden gleich. Und dann bist leider du dran. Also natürlich machen wir wieder ein Pre-Release-Event zu Ixalan. Immer. Mhm. So, dann enttappen wir jetzt meine Kreatur mal alle. Haha! Und ich ziehe eine Karte. Jetzt kommen erstmal Events zu Doctor Who. Ja. Das heißt, so. Wir tun dir jetzt einfach so ein bisschen weh, glaube ich. Mhm, glaube ich auch. Wir töten dich jetzt einfach. Das ist noch besser. Das kann passieren. So, ja, passiert auch. Für 2 Mana spiele ich ein Gefecht auf deine Kreatur. Ne? Verzauber deine Kreatur, die verzauberte Kreatur kann ich angreifen und blocken. Und für 3 Mana kann ich die Kreatur ins Exil schicken. Mhm. So, und dann kommt nämlich noch eine sehr, sehr schöne Karte. Das ist die andere krasse Karte in dem Deck. Nämlich eine Geschichte für die Ewigkeit. Verzauberte Kreaturen, die du kontrollierst, halten +2/+2. So, und dann gehen wir in meine Kampfphase. Und ich bezahle 1 Mana, um eine Magierrolle anzulegen an eine Kreatur meiner Wahl. Muss keine andere Kreatur sein, sondern kann auch sie selbst sein. Über ihn jetzt, ja? Ja. Darum lege ich dann auch an die Zauberbuchhändlerin selbst die Marke, sodass sie jetzt auch eine 4-4 Kreatur mit Flugfähigkeit ist. Durch die Verzauberung natürlich 5-5 und durch die andere Verzauberung natürlich jetzt 7-7. Ne? Und dann hat sie auch Wachsamkeit und dann. Ich darf theoretisch noch Hellsicht machen, aber das. Du bist ja jetzt sowieso tot, darum greif ich einfach an. Weil, ja, dann. Die beiden Kreaturen hier machen hier so, 7, also 14, 18 kriegst du jetzt. Bitteschön. Danke, danke. Ich hätte theoretisch sogar noch 2-mal hellsichten dürfen. Krass, einmal durch die. Krass. Durch die Verzauberung hätte ich hellsichten dürfen und durch. Ja, die Verzauberung hätte ich noch hersichten dürfen, also 2-mal. Krass. Und hätte ich dann noch 3 Mana offen gehabt, dann hätte ich eine Kreatur noch hart pumpen. Also, dass das so schnell abgeht, also ich muss auf jeden Fall was gegen den Archon reinnehmen. Ich habe ja Sideboard-Karten. Ich auch. Muss mal gucken, was ich denn da irgendwie. Also, dass der Archon bei dir so die Killer-Karte ist, war irgendwie schon klar. Weil da hilft mir das Wegtappen ja nicht. Also, das heißt, wir hätten den. Ja, die Begegnung mit der Wildnis war auch gut. Dadurch habe ich die Zauberbuchhändlerin gefunden. Die wäre sonst erst irgendwie in 4-5 Zügen gekommen. Ich frage, was wollen wir tun? Was wollen wir tun? Also die. Ich kann es ja einfach sagen, die Schlüsselkarten sind ja eigentlich so der Archon und die Zauberbuchhändlerin so ein bisschen, ne? Weil sie mehr immer Magierrollen gibt.
So, was hilft mir denn? Ist lassen wir, richtig. Was eine gute Farbkombination. Lass mal gucken hier. Kann so ein bisschen was rausnehmen. Ja, mit Doctor Who kenne ich mich auch nicht so aus. Und ja, Papa auch nicht. Aber XA wird auch super, darauf freue ich mich auch schon mega. Aber das ist ja noch ein bisschen bis dahin. Aber eigentlich auch gar nicht mehr so lange, ne? Also kommt ja gerade alles Schlag an Schlag. Aber da auch Schlag auf Schlag. Schlag auf Schlag, sorry. Aber da die Kooperation mit Jurassic Park-World wird auch super. Passt auch super zum Thema. Die kam auch gar nicht. Wo, warte. Wieder auch wieder ziehen. Boah, dich auch. Da könnte ich. Ich glaube tatsächlich, lasse ich mein Deck erstmal so. Das kannst du ja tun. Nur bei mir muss noch eine Karte muss noch gehen. Eine Karte muss noch gehen. War aber auch ein guter Start. Ja, das war ein guter Start. Ja. Mein Deck braucht auch viele, viele Karten. Also viele verschiedene Karten, um sich richtig aufzubauen. Und wenn es dann aufgebaut ist, dann schlägt es halt auch nicht zu, ne? Ich borde 4 Karten. Du brauchst, ich brauche halt auch die ganzen Karten. Also ich brauche den Archon. Ja, ja, klar. Ich brauche die Karten, die mir die Rollen geben. Sonst wird das ja alles. Sonst wird das bei mir, bei meinem Deck einfach nichts. Also ich habe mehrere Sideboard-Optionen. Ich auch. Aber ich muss ja auch gucken, welche Sideboard-Option jetzt bei dir auch funktioniert. Ne? Stimmt. Also ich habe jetzt eine Sideboard-Option jetzt ausprobiert, die andere noch nicht. Es kann natürlich sein, dass zum Beispiel diese Sideboard-Option, ich muss die halt natürlich auch erstmal ziehen, aber dass die zum Beispiel jetzt nicht so effektiv wäre wie die andere Sideboard-Option. Aber wir werden sehen, wir werden sehen. Doch, kann ich dir nicht sagen, ne? Ja, kann ich auch nicht sagen. Deswegen muss man mal viel spielen, viel ausprobieren. Aber Hilda ist, glaube ich, auch richtig krass. Macht die nicht auch irgendwie 4-4 Fliegender? Oder fliegen die Kreaturen, die sie macht? Ich habe keine Ahnung, was sie macht. Naja, natürlich weiß das nicht. Die muss ja erst mal... Die haben wir gerade noch nicht gesehen. Die ist, glaube ich, auch richtig, richtig fies. Und ich weiß ja, dass du nur einen Mana bezahlen musst, wenn du eine Kreatur von mir tappst. Und das machst du ja anscheinend, wie ich jetzt gerade gesehen habe, ständig. Also... Ist ja fast jetzt gerade bei mir auch alles getappt gewesen die ganze Zeit. Bis, ja, okay, am Ende nicht mehr unbedingt, aber wenn du da noch Hilda hast, das ist eine sehr fiese Kombination. So. Okay, dann möchte ich gerne anfangen. Check. Gut. Du möchtest... Aber ich möchte das nicht. Mhm. So. Oh. Ja, nee. Du fängst an, ne? Mhm. Ja, ach, egal. Ich nehme trotzdem schon mal den. Dann geht's schneller. Eigentlich muss der aktive Spieler immer erst sagen, ob er hält. Aber ist jetzt egal. Ja, ich erstmal Karten stellen. Kennt ihr deinen guten Händler? Nee. Ich halte auch. Nee, kennen ich wir halte, nicht. Ich halte. Ja, gut.
Halte ich mal. Okay. Gut, dann, ja, du fängst mal an. Insel, du. Zier, Ebene, schlummernde Burgwache. Du bist dran. Gut. Also 1-1 und immer wenn ich eine Verzauberung ins Spiel bringe, hätte ich 1 und für 3 Mana kann ich sie pumpen, +1/+1 für jede Verzauberung, die ich kontrolliere. Mhm. Schlossknackerschelm, 1-3 fliegend Wachsamkeit. Du. Diesen Start kenne ich ja noch gerade. Ja, ja, du bist dran. Okay. Dann greife ich jemanden, der hat ja fliegend Wachsamkeit. Dann bist du dran. Ziel. Spiel eine Ebene. Oh, ja. Dann spiele ich für 3 Mana Ausguck der Knäuelschlucht. Ist eine 2-3er Kreatur, die sagt, immer wenn eine Aura unter Mana-Kontrolle ins Spiel kommt, ziehe eine Karte. Ja, ist auch sehr gut. Da musst du dran. Okay. Angreifen macht ja keinen Sinn, weil du ja für 2 Mana einen 1-3er gelegt hast. Keine Ebene. Aber wenigstens ein Land. Ja, Ebene wäre natürlich besser. Stimmt, glaube ich. Dir sofort. Aber mit Blau könntest du ja eigentlich schon. Das ist ja die Farbe, die tappt. Also. Der ist 2-3. Ich bin hier 1-3. Du kannst Auren legen, dann wird der geplust. Dann sagen wir erstmal, dass wir für 2 Mana vorsichtshalber schon mal eine durchdringende Kälte spielen. Lies sie mal vor. Verzaubert eine Kreatur, wenn sie ins Spiel kommt, tappe die verzauberte Kreatur. Die verzauberte Kreatur tappt nicht während des Enttapp-Segments ihres Beherrschers. Und wenn die durchdringende Kälte aus dem Spiel auf einen Friedhof gelegt wird, kannst du einen Mana bezahlen, falls du dies tust, wenn er sich eins an uns hier eine Karte. Angriff in der Luft. Da bist du. Aber so schlimm ist das ja nicht, weil die Fähigkeit der Karte ist. Ja, leider. Ja, das ist das Schlimme bei deinen Auren. Ich tapp die nur, die Fähigkeiten bleiben bestehen. Finde ich gar nicht toll. So, ich ziehe aber auch nicht so gut. Deswegen spiele ich erstmal für 2 Mana. Muss sein, eingefercht auf deine Kreatur. Verzauberte deine Kreatur kann ich angreifen oder blocken. Und für 3 Mana kann ich die verzauberte Kreatur ins Exil schicken. Mhm. Aber es ist halt eine Verzauberung Aura, deswegen darf ich Hellsicht 1 machen und eine Karte ziehen. Ich mache erst Hellsicht 1. Wieso das? Ach, durch ihn darfst du eine Karte ziehen, ja, ne? Genau, immer wenn ein Aura unter meiner Kontrolle ins Spiel kommt. Das ist, ja, okay, check. Mhm. Ist ja. Ist ein Aura. Tja. Gott, also jetzt hasst mich das Deck hier aber auch, ne? Ja, und dann habe ich schon gespielt. Dann greife ich noch an. Boom. Und du bist dran. Okay. Ich ziehe auch gerade echt schlecht. Also, ich ziehe genauso schlecht wie du. Tatsächlich, ich habe ein grünes Mana, aber ich habe. Tust du nicht. Doch. Zack. Krone. Ah. So, für tappe eine Kreatur deiner Wahl. Die Fähigkeit kostet während deines Zuges beim Aktivieren eins weniger. Oder für 3 opfern und ziehe für jede getappte Kreatur, dann geht der kontrolliert deine Karte. Ne? Mhm. Gut, da ist schon mal die Krone. Cool. Bin ich. Dann bist du dran, ja. Oh, das kann ich wenigstens spielen. Ja. Für 5 Mana spiele ich Sir Amon, die Erlöserin 4-4. Und wenn sie ins Spiel kommt, erzeuge einen Monster-Aura des Spielstand, angelegt an eine andere Kreatur meiner Wahl, die ich kontrolliere. Das sagt dann, Monster ist auf der Seite. Die verzauberte Kreatur hat +1/+1 und vorsagt Trampelschaden. Ja, leg ich mal an die Burgwache an, ne? Boom. Und verzauberte Kreaturen, die du kontrollierst, 1/+1/+1. Und sie ist 4-4. Mhm. Also, meine Burgwache ist jetzt 3-3. Es ist aber eine Verzauberung unter meiner Kontrolle ins Spiel gekommen, heißt, dass ich da Hellsicht machen und eine Karte ziehen. Ja, das ist total krass. Da läuft der Motor. Ich glaube, dass Verzauberung auch so das Thema der Edition ist. Also ja, ich zieh mal. Das mussten die auch schon also, richtig pushen. Also, Hellsicht 1 und die ziehe ich dann. Ja, ja.
Und dann greife ich auch an. Für 3. Ja. Dann bist du dran. Okay. Also ich glaube schon, dass dein Deck, glaube ich, das stärkste Deck ist. Ja, aber weil, tatsächlich... Du hast jetzt gerade den Motor, dass du immer eine Karte nachziehst, ja, ne? Ja, aber die Sache ist, ich habe halt 3 Karten mit Doppelgrün. Und ich ziehe dieses zweite grüne Mana nicht. Mhm. Also ist nicht so ganz so schlimm wie bei dir, aber auch schon schlimm. Ich friere den mal fest. Lies mal vor. Ja, tappe eine Kreatur deiner Wahl, die ein Gegner kontrolliert und lege 3 Betreuungsmarken auf sie. Sich 2. Ja. Aber schön, dass du tappst halt nur die ganze Zeit. Und meine Kreaturen machen ja immer schön passive Fähigkeiten. Also ist nicht so, ist schon schlimm, wenn sie getappt sind, aber es ist nicht so schlimm, wenn sie getappt sind. Ja, dann bist du dran. Dann topp ich. Zieh eine Karte. Gott, ey, das ist ja auch unglaublich, ne? Also, ist auch nicht besser unbedingt. Ich zahle mal einen Mana, ja, damit ich die Kreatur tappe. Tu das, okay. Dann ist das so, aber für 2 Mana kann ich die Geschichte für die Ewigkeit spielen. Verzauberte Kreaturen erhalten +2/+2 ist eine Verzauberung. Darum darf ich Hellsicht 1 machen. Mhm. Und eine Karte ziehen? Nein, ist ja keine Aura. Achso. Nur bei Auren. Mhm. Ja, aber sind ja alle Kreaturen getappt, ne? Darum kann ich auch nichts machen. Dann bist du dran. Okay. Ja. Ich weiß ja schon, was Fettes kommt. Uf. Mhm. Das heißt, wir machen... nochmal festfrieren. Ja, 3 Betäubungsmarken. Hellsicht 2. Aha, da kommt endlich mal die Ebene. Cool. Ja. Eine drauf, eine drunter. Ist das auch die Ebene, die du jetzt oben drauf gelassen hast, oder hast du sie gerade aus der Runde gepackt? Alles gut, alles gut. Okay. Das wär's noch. Dann bist du dran. Jo. Ich komme wirklich sehr langsam in den Start jetzt hier, ne? Ja, aber du tappst hier bei mir alles weg, darum kann ich auch nichts machen. Ja. Zieh eine Karte. Und ich ziehe nur Ebenen. Sag mal, ich habe ja auch schon, keine Ahnung, 3 Karten gezogen und die 3 ganze, Karten gehälsigt. Die ganze Zeit, ja. 3 Karten gezogen, 3 Karten gehälsigt, ja. Und ich ziehe nur die Ebenen. Hallo? Also ich ziehe nur Ebenen und Ebenen brauche ich ja nicht. Ich brauche Wälder oder andere Karten. Kann man für 3. Mach ich das? Mach ich nicht. Nee, mach ich nicht. Und da. Ja, du bist dran. Okay. Ich kann ja nichts machen. Gut. Was ist das für ein Match? Mhm. So, jetzt kommt erstmal eine Ebene. Krass. Ja. So, jetzt hätten wir 4. Du hast natürlich schönes Removal, klar. Auch egal, weil es kommt dann ja sowieso irgendwann. Dann sage ich mal, dass aber du dran bist. Jetzt hab ich. Zieh eine Karte. Du bist dran. Okay. Ende deiner Runde. Da ist das weiße Mana. Da ist ja, das weiße ich Mana. Super, super. Ja. So, schicke ich die Zwirnband-Klicke. Das sind 3/3 Flieger für 4 Mana auf dem Abenteuer. Für Nadriss, ein weißes und 2 Spontanzauber, zerstöre eine getappte Kreatur deiner Wahl. Okay. Ist auf dem Abenteuer. Das ist gut. Ist auf dem Abenteuer. Dann gehe ich mal in meinen Zug, ne? Jo.
kann ja die sogar aufspielen. Genau. Reiter fliegt. Mhm. Dann bist du dran. Ende deines Zuges möchte ich dann für 3 Mana die Werfuchs Leibwächterin spielen. 2/2 aufblitzen. Wenn sie ins Spiel kommt, schicke bis zu einer anderen Nicht-Fuchs-Kreatur deiner Wahl ins Exil, bis die Werfüchsin das Spiel verlässt. 2/2 und für 2 Mana kann ich sie opfern und dann halte ich 2 Lebenspunkte dazu. Ja, ich nehme deine Kreatur. Mhm. Zack. Und dann gehe ich in meinen Zug. Das ist. Ja, okay, ja, gut. Ja, ist ja auch Blödsinn, ja. Ja. Am Ende deines Zuges gemacht. Ja. So, ziehe eine Karte. Der gemeine Busch. Für 3 Mana spiele ich dann den Rotzahn Ahnforscher. Wenn er ins Spiel kommt, darf ich eine königliche Rolle an eine andere Kreatur legen, die ich kontrolliere. Das ist dann die Werfüchsin hier. Dann hat sie jetzt auch +1/+1 und Abwehr 1, beziehungsweise +3/+, also nochmal +2/+2, weil sie jetzt verzaubert ist. Hm. Ist eine Verzauberung Aura, heißt also, ich darf Hellsicht 1 machen und eine Karte ziehen. Ja, das ist halt mega krass, ne? Das gewinnt ihm das Spiel. Hellsicht und Karte ziehen. Genau. Zieh eine Karte. Aha. Oder habe ich schon lang gespielt? Weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich glaube. Jetzt hast du lang gespielt. Ja. Ich habe es jetzt einfach gespielt. Passt schon. Ich habe sowieso zu viel. Dann greife ich doch noch einmal mit der Werfüchsin hier. Mhm. Für 2, 3, 4, 5. Das tut schon weh. Und dann bist du dran. Ich ziehe aber auch, ey, unglaublich. Ich habe zum Beispiel extra 4-mal Taschenspielerei im Deck gelassen, um zu gucken. Ich habe bisher noch nicht eine gezogen. Taschenspielerei? Siehst du nachher. Okay. Im letzten Game nicht, jetzt auch nicht. Ah. Damit ich ein bisschen mehr durchfiltern kann. Okay. Kommt einfach nicht. Hm. Unlucky. Ah, unlucky, ja, ja. So, aber du hast jetzt ja zum Glück die Kreatur getappt. Das heißt, ich kann dann für 3 Mana sagen, ich nehme nochmal die Ziermann-Klicke als Natris-Abenteuer, zahl 1 Mana für die Abwehrkosten, um zerstöre eine getappte Kreatur deiner Wahl. Da ist sie auf dem Abenteuer. Ich kriege meine Kreatur wieder. Ja, würde ich sagen, für 2 Mana opfere ich sie dann, um 2 Lebenspunkte zu zahlen. Ja. Meine Kreatur. So. Kann die jetzt schon angreifen? Nee, die war im Exil, ne? Jetzt noch nicht angreifen. Dann muss ich aber leider schon abgeben. Zumindest habe ich die Klicke wieder. So, dann enttapp ich. So, meine Kreatur in der Taille, der die Burgwache enttapp auch wieder. Ist ja eine Karte. So. Habe ich ja jetzt einiges, was ich machen kann. Ja, leider. Das Schlimme ist, dass du immer wieder nachziehst die ganze Zeit. Mhm. 3/3 ist so, ja. Spiel ich dann für 2 Mal die Begegnung mit der Wildnis. Schau dir was in 5 Karten deine Bibliothek an. Du kannst davon deine Kreaturenkarte ins Exil schicken, den lege den Rest des Vorherrangfolge unter deine Bibliothek. Du kannst die ins Exil geschickte Karte in diesem Zug wirken. Zu Beginn des nächsten Kampfes fügt deine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, bis zu einer Kreatur deiner Wahl, die du nicht kontrollierst, Schadenspunkte in höherer Stärke zu. Mhm. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist ja unglaublich. Kreatur, ne? Kreaturenkarte ins Exil. Ja, ist nur einer dabei. Den kann ich tatsächlich auch gar nicht spielen, weil ich kein grünes Mana habe. Mhm. Ja, dann zu Beginn meiner Kampfphase sage ich dann, dass hier meine Burgwache deiner Kreatur 1, 2, 3, 4 Schaden schießt. Das ist nicht gut. Meine Kreatur kann ich nie spielen. Die kannst du jetzt gleich in der nächsten Runde auch noch spielen, hast du Maxil, oder ging es mir jetzt? Mm-mm. Okay.
Dann lege das. Du kannst die ins Exil geschickte Karte in diesem Zug wirken. Okay. Gut. Ja. Auch, dass da nur eine Kreatur bei ist, ne? Und zwei Wälder waren noch dabei, auf jeden Fall. Man zieht, wie man zieht. Ich ziehe gerade auch nicht so glücklich. Ja. So, aber dann kann ich noch mit beiden Kreaturen hier angreifen. Ich kriege ja die ganze Zeit Schaden, das ist nicht so toll. Ja, was heißt das? Ja, ich greife mit den beiden Kreaturen an. Blockst du irgendwie? Nee, blockst du nicht. Kann ich blocken. Ja gut, dann... Ich werde einfach nur geschlagen die ganze Zeit. Pumpe ich noch einmal. Einmal pumpe ich noch. Meine Kreatur. Also für Krieg plus 1 plus 1 für jede Verzauberung, die ich kontrolliere. 1, 2, 3. Plus 2 plus 3 nochmal. Obwohl. Warte, plus 3 plus 3, ne? Dann 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pumpe ich zweimal. Mhm. Also kriegt sie jetzt plus 6 plus 6, 7, warum? 8. Weil du 3 Verzauberungen hast? Genau. Und ich das doppelt pumpe. Mhm. Ne? Also plus 6 plus 6, weil ich 3 Verzauberungen habe. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Das tut weh. Also theoretisch hätte ich noch eine Kreatur mit da zerstören können. Ich hätte noch eine Kreatur. Also theoretisch jede Kreatur, die du gespielt hättest, hätte ich wegmachen können. Dann einmal zerstören, einmal kann ich angreifen, kann ich blocken. Und dann habe ich noch eine Werffüchsin, wodurch ich sie nochmal ins Exil schicken hätte können. Also hatte ich noch 3 Removal auf der Hand. Ich habe mir schon gedacht, dass du removst wie doof. Und hier dann noch die Tugel. Ich glaube aber auch, dass das Deck stärker ist, weil ich ja wirklich meinen Motor erstmal ans Laufen bringen muss. Und dein Motor kommt halt einfach schneller. Also dieses Hellsicht und Karten ziehen ist natürlich Bombe, ne? Das kann ich nachher auch, aber mein Motor kostet mehr Mana. Kommt später. Ich finde gut, dass ich halt ein grünes Mana hatte. Ich hatte zweimal die Begegnung mit der Wildnis auf der Hand und habe sie zweimal weggemillt. So, wow. Perfekt. Ja, aber hier, dein Applaus, ne? Ja, vielen Dank. Und, hat doch besser funktioniert, als ich gedacht habe. Das ist doch schön. Okay, du hast aber auch nicht viel gemacht. Dann, das muss man auch noch dazu sagen. Dann darfst du den gleich auch noch fertig machen, weil dann ist das jetzt dein Song. Ja, 2-0 besiegt, ne? Was sagt man dazu? Ja. Du konntest nicht viel von deinem Deck zeigen, leider. Nee, leider also nicht, keine, ne? Es kam keine Hylda, weil dein Deck spielt ja um Hylda rum. Also du musst ja die ganzen Kreaturen haben, damit halt, du... Die kostet halt 4 Mana. Ich war echt Mana-unlucky in beiden Matches. Ja. Taschenspielerei habe ich ja 4 Mal im Deck, kam in beiden Matches gar nicht. Das ist, dass du für 1 Mana filtern kannst, um einfach... Weißt du? Ja. Aber ja, ich war einfach heute unlucky. Aber ich habe noch ein zweites Match gegen Jenna gleich. Ja, aber Hylda ist ja tappen und dann kannst du ja so zig Fähigkeiten machen, die auch alle mega OP sind. Ja. Ich kam jetzt, leider nicht bei dir, unlucky, aber... Ich habe jetzt bei... Für dich, nicht für mich. Also wäre wirklich auch so, aber auch meine Sideboard-Karte war jetzt auch eingefärbt. Ne? Mhm, ja. Auch die hatte ich jetzt nicht. Ja. Ne? Irgendwie hätte mir jetzt auch nichts gebracht, war einfach unlucky so. Und mal gucken, irgendwie vielleicht. Aber ich glaube, in Weiß-Blau hast du auch keine Removal, oder? Nee, nicht so wirklich. Ja, ich hätte sonst die andere Sideboard-Option wäre Countern gewesen, um den Archon wegzucountern. Aber ich muss ja auch was machen die ganze Zeit, deswegen habe ich nicht genug Mana über. Ne? Mhm. Oder aber einfach wirklich hier Removal, ja. Um zu sagen, alle weg. Ne? Ja. Hätte jetzt vielleicht eher funktioniert, kostet aber halt auch 5 Mana. Ja. Und du warst so schnell. Und hattest du die 5 Mana überhaupt? Nicht mal, ne? Deswegen, und auch keine Doppelweiß, ne? Du hast deinen Engine sehr schnell am Start mit Hellsicht, Karte ziehen. Super stark. Und dann halt die Kreaturen, die verzaubert sind, halt alle hochballern, ne? Ja. So, mal gucken, wie nachher gleich dein Matchup gegen die Ratten. Ich glaube nicht so gut, weil mein Deck, also ich brauche kurz ein bisschen Zeit. Ich muss durchatmen, damit ich das aufbauen kann. Ja. Aber Jenna wird einfach Ratten aufs Spielfeld schmeißen. Ich glaube, da komme ich nicht hinterher. Aber wir werden es gleich sehen oder halt ihr dann im zweiten YouTube-Video, falls ihr das auf YouTube guckt, die Wiederholung. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren. Möchtest du noch was sagen? Okay, dann euch noch, wann ihr es seht, eine schöne Restwoche oder ein schönes Wochenende. Bis dann. Tschüss.